Heute wieder da, morgen wieder ein ganz anderen Ort. Wir sind hier und wir starten durch. So, Abo ist da. Was? Abo? Nee, nee, bitte, bitte, gib nix, Snala. Also, komm, Abo können wir schon machen. Mr. Laris, hallo und herzlich willkommen im Club. Roman hat TV. Oh, nein, ich will nicht stehlen, ich will es machen. Und wir haben ja seit... Haben wir hier... Ich muss echt einen neuen CPU holen. Das geht so nicht mehr. Streamen in... 720p, glaube ich, und aufnehmen in 4K stößt an Grenzen. Das haben wir auch nicht mehr gelernt. Aber es ist echt, ich stößt langsam an Grenzen und ich warte darauf, dass Internet nicht mit dem 8-Kerner hier vor der Ecke durchschleicht. Was hier neu ist, was ich hier für einen Mod neu reingehauen habe, ist einfach, dass wir halt mit einem Schlag den ganzen Wald und nicht den ganzen Wald, aber einen Baum. Wieso sehe ich das nicht? Ah, wieso sehe ich das nicht? Roman hat TV verfolgt. Das ist ein bisschen doof in der Mitte. So. Hallo und herzlich willkommen im Club der guten Dichter und Denker. Oder halt der Doofes. Ich frage mich auch, besser wäre das, wow. Das Ding hier, in Minecraft, also nicht in Minecraft, sorry, auf YouTube zu machen. Ich weiß nicht, ich bin da. Wenn ich einen neuen Rechner, CPU habe, wenn ich einen Rechner habe, dann wird auf YouTube gestreamt, weil dann habe ich Ansprüche, die mir. Dingens, Twitch nicht mehr geben können. So. Die Musik war ein bisschen laut, ich mache ein bisschen leiser. Sorry für das. Bah. Mr. Lawrence hat kurz reingeschaut und wieder weg. Ich sag mal klar. Guck mal, wenn ich das hier mache. Flumm, und weg. Habe ich mal gemacht, dass wir hier einfach. Ist aber eine. Es ist in dem Sinne kein Hack oder so. Oder keine Erleichterung. Doch, es ist eine Erleichterung eigentlich. Schon klar. Aber nicht eine so dermaßen Erleichterung, dass man sagen könnte, ja gut, das ist jetzt so eine Spielvergrößerung oder ich mach mal meine Großprojekte ran, ich mach mich mal an meine Großprojekte ran, wünsche noch viel Spaß, schauen da weiter vorbei. Roman, vielen guten Abend, wunderschönen guten Tag und wir sehen uns dann irgendwann wieder in 10.000 Millionen von Jahren. Wer weiß das schon? Ich auf jeden Fall nicht. Was von unten? Ach, von unten können wir das abbauen, aber von oben nicht. Okay, gut, alles klar, wir bauen weiter ab. Zack. Hallo? Ah, sieh mal an. Klar, wir haben zu wenig Platz für sowas. Wir haben damals ja eigentlich, haben wir so mit Holzblöcke geholt für unsere, für unseren Stall, glaube ich, genau, für unseren Stall. Und, ja, nun ist es irgendwie herangewachsen zu unermesslichen Größen. Hallo? Warte mal. Das dürfen wir auch nicht verpassen, oder? Dürfen wir eigentlich nicht so immer mit sich nehmen, aber... Größen bringen, also sagen wir so, große Sachen bringen große Verantwortungen. Und das hat schon jemand gesagt. Oh, meine Freundin schreibt mir, der muss ich schreiben, dass ich aufnehme, sonst kriegt die einen Anfall. Ansonsten hat die einen Anfall, wenn ich nicht mehr antworte. Das ist halt so, wenn man halt mal eine Dame oder einen Herren hat, mit dem man verliebt ist und keine Ahnung was hat. Muss mal ein bisschen Rücksicht nehmen. So rum geht's, nicht anders. Gut, Freunde. Die Sonne scheint. Das Arsch brennt. Und ich bin hier ganz still in der Ecke. Oh, kurz, wir können ja das noch machen. So. Arsch, ich muss noch was machen. Kacke! Ich muss noch was machen, aber... das mache ich jetzt kurz. Mache ich jetzt? Sorry. Nein, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Das habe ich... Mache ich nicht. Nein, nee, nee, nee. Aber... Oh, guck mal, wieder einen neuen Baum. Zack, Ende. Whee. Da ging ja flöten. Wir müssen jetzt mal wieder weitermachen, aber aufgehört haben. Und nicht immer hier rumwuseln. Klar, hier rumwuseln ist cool, aber wir dürfen auch nicht immer unser Ziel aus den Augen verlieren. Nichts machen und nur drum rumsitzen. Das ist ja normal. Chop, 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 chop. Was für eine Musik heute? Was? Ein Neustart, vergiss es doch.
Machen wir später, aber es ist jetzt kein Neustart, ey. Neustart jetzt, was hatten wir für ein Problem heute? Was haben wir denn für Probleme mit Neustart und alles? Will er jetzt das Update installieren? Windows Update von hast nicht gesehen, bla bla bla, blub blip. Ich glaube ja. Aber gut, wir haben ja alles voll mit Weizen, da können wir gut ab. Na, Erden hier, da können wir gut die Lunte verbrennen. Und ab geht's die Post damit. Boah. Ja, das reicht heute. Das reicht. So. Da mal durch. Sehr. Oh, Kacke, wir haben ja nichts mehr. Ich bin doof. Ich bin Fandovian. So kann man mich auch nennen. So. Wenn wir oben rüber. Genau, wir wollten ja eigentlich. Wenn ich jetzt noch Erinnerungsvermögen habe. Jetzt eigentlich oben rüber. Ein Block. Beziehungsweise wollen wir gerade zwei oder einen Block. Ich weiß nicht so recht, was wir machen wollen hier. Und jetzt einfach. Einfach alles rundherum. Die ganze Soße somit. Verwenden wollen. Sieht es überhaupt gut aus? Keine Ahnung. Hey! Roman, hallo, guten Abend. Wieder mal eine Runde weiter. Wieso dauert das nicht so lange? Hier können wir dich ja mal mitteilen. Hä? Ist es ein Powerball oder was? Wollt ihr mich verkackeiern? Das geht mir langsam zu weit heute. Ne, jetzt haben wir alles abgebaut. Was für eine Kacke hier aber auch. Das ist ja mal. Das ist mal echt Kacke, Leute. Du schnell das erwartet. Jo, wunderschön, mein Freund. Wunderschön. Das habe ich hier einfach nur gerade leider. Nicht schon wieder. Verdammt nochmal, einfach alles, die erste obere Lage, einfach alles abgebaut. Ich depp, weil ich so doof war. Weil ich echt zu doof war. Ich habe ja den Mod drin, dass man alles auf einmal. Ich bin doof. Ich bin echt gerade doof. Aber gut, so ist es nun mal mit der Doofheit, die geht nicht mal vorbei. So, dann. Genau, alles eigentlich oben drüber. Boah, das nervt jetzt gerade ein bisschen. Aber wir kriegen jetzt alles hin. Was hast du? Also, ging schneller als gedacht. Wunderschön, aber was hast denn du denn so schnell gemacht? Wollte ich jetzt gar nicht erst wissen. Ich hätte eigentlich. Mir jetzt eigentlich schalten sollen vorhin. Dass ich natürlich was. Machen. Sollte. So rum. Nein, wir sind eins zu weit unten. Hab gerade noch mit anderen ein Gespräch gehabt. Oh! Na, immerhin etwas, ne? So. Hallo, darf ich hier? Also, wenn man ganz schnell wirklich auch ungeplante Bäume fällt, kann ich behilflich sein. Da bin ich Meister darin jetzt aktuell geworden. Zalando-Sale. Was ist denn da mit einer Zalando-Sale? Überall gibt's Sales heutzutage. Das ist echt langsam unerträglich. Jetzt frage ich mich auch teilweise, wenn überall immer Sale ist, verdienen überhaupt die Geschäfte noch daran? Das kann ja gar nicht mehr gut sein, wenn da so ein T-Shirt anstatt für, sag ich mal normal, kriegst du ein T-Shirt wahrscheinlich so für irgendwie, keine Ahnung, für 30, 20 rum und in der Seele ist für 10 oder so und ich frage mich überhaupt noch was verdient. Hey, ich bin ein Mod. Junaksch. Ich wüsste jetzt nicht davon. Kann gut sein. Keine Ahnung. Fragt man sich auch, was man hat. Stimmt sogar. Junaksch. Oh, können wir machen.
Aber bis jetzt brauche ich gar kein Mod oder so. Teamchat. Jupp. Teamchat? Was? Gibt ein Teamchat wo jetzt? Was? Wie? Teamchat? Was? Ich bin zu doof. Ich bin wirklich so doof. Genau. Naja. Ist ja alles. Hey, ich darf nicht. Was? Wie? Was? Wo? Ah! Ach so, eben. Eben. Es ist sehr schön, dass du natürlich im Streamer-Mods bist. Gut, ich will dich. Guck mal, so rum machen wir das. Juhu! Gemacht. Und fertig, vollendet. Ich hoffe, du willst nicht alles zunichte machen. Eventuell könnte es passieren, eventuell nicht. Ist auch egal. Ich brauche eigentlich eh niemand, der Mod und so macht, aber wenn sich auch jemand anbietet, wieso nicht mal einfach ja sagen? Man dürfte es ja auch nicht gerade untermauern und. Teilweise braucht man ja auch irgendwie eine Art auch ein bisschen mal Hilfe und Unterstützung. Eigentlich, was ich ja eher bräuchte, wäre bei YouTube jemand, der Thumbnails und Co. macht, aber derjenige, der sich gemeldet hat, der ist noch nicht auf dem Damm und der muss noch sehr viel lernen, bevor er bei mir sozusagen die Sachen machen kann. Und übrigens, der Koch, hallo und herzlich willkommen im Club, ne? Der Bekloppten heute mal wieder. Ich weiß, ich habe schon länger nicht mehr gestreamt, weil. Ach, hat niemand zugeschaut, alles wieder pro, aber na gut. Ich habe ja YouTuber immer weiter gemacht. YouTube ist immer ein Ding und da werde ich immer weiter und weiter und weiter machen. Und bis, ich glaube, mich der Tod holen würde. Ne, der holt mich irgendwann und. Oder vielleicht auch, ich sag's mal so, vielleicht muss ich mal zurückschrauben, wenn Familie oder so kommt oder irgendwie. Also Familiengründung und ihn mal irgendwann. Vielleicht da ein bisschen zurückschrauben, aber ansonsten, ich glaube, da ist freie Fahrt. Bis nach Hollywood und zurück. Glaube ich. Eventuell. Dürfte ja sein. Wenn nicht mehr oder weniger. Aber es ist auch immer die Frage, ob man das, was man geplant. Scheiße. Das, was man geplant hat, auch aufgeht, ne? Bis zum Schluss. Ich muss ja heutzutage wirklich so immer vorweg planen. Beziehungsweise wirklich so nah planen. Uah. Und übrigens, Jonax, Modchat habe ich nicht offen. Habe ich nicht offen. Ich wüsste gar nicht mal mit dem Ding, wie, ob das überhaupt geht. Ach, keine Ahnung. Mal kurz. Was ist denn los heute mit den ganzen. Haben wir überhaupt. Wo war das jetzt hier? Oh, HTW, wie geht's denn so? Mir geht's, ich sag's mal so, relativ gut. Nur, dass ich heute leider nicht mit meiner. Also, meine Freundin, sag mal so, die ist nochmal zurück zu ihren. Wie soll man das überhaupt sagen? Die ist nochmal zurück zu ihren Eltern. Die ist ja eigentlich letzte Woche umgezogen, aber die musste nochmal wieder raus und. Hast nicht gesehen und. Ich muss, glaube ich, irgendwie zum Friseur und noch zu einer. Und. Irgendwie so eine Untersuchung oder so bei ihrem aktuellen Arzt zum Chirurgen, das ist ja teilweise wirklich weit weg und da pennt sie noch bei ihren Eltern. Und aber die kommt, glaube ich, wieder morgens und ja, dann geht's dann wieder, ich sag mal so, gemächlich weiter. Wir haben auch gestern noch, war das gestern? Ja, es war gestern, wir haben da wirklich so einen wirklich, wirklich traurigen Film geschaut, ne? Da haben sich, ich glaube, es waren zwei Personen. Nie wirklich, übrigens die Musik passt gerade locken gut dazu. Ja, da haben sie wirklich zwei Personen in dem Sinne am Anfang gesagt, wir machen hier nur Freunde. Also nicht wirklich, sind wir so verliebt und so, aber insgeheim sind sie doch irgendwie dann verliebt gewesen und hast nicht gesehen. Und dann, wo sie sich endlich wirklich in die Liebe eingestanden haben, ist dann die Dame. An einem. Sie ist, glaube ich, Fahrrad gefahren und sie ist dann so gesehen verstorben, indem sie, glaube ich, ein
Auto, genau, ein Auto, glaube ich, mit dem Fahrrad natürlich, also nicht mit dem Fahrrad, aber das Auto ist in sie gerast mit Auto in ein Fahrrad, ist auch komplizierte Sache. So, und ja, da nahm das Schicksal, glaube ich, seinen Lauf. Da nahm das Ding wirklich, ich glaube, boah, naja, ist, sag mal so, kein Film für schwache Herzen. Beziehungsweise doch, für schwache eigentlich schon, aber ich sag mal so, für harte nicht. Aber dann müsste man ja wiederum hart sein. Naja, und dann ging es ja los, dass eben der Mann mittlerweile, ich glaube, der war früher irgendwas, im Film natürlich, der war irgendwie TV-Star und hast nicht gesehen und bla bla bla. Und natürlich schon in der Szene natürlich bekannt mit Koks auftreten und hast nicht gesehen. Und wenn dir da sowas passiert, na gut. Und dann am Schluss, ich glaube, die haben sich immer am 15. Juli jenes Jahres, glaube ich, einmal gesehen, bevor sie sich die Liebe eingestanden hatten. Und haben sich dann somit eigentlich hat der Herr natürlich dann, als die Dame verstorben ist, an jenen Tage immer wieder versucht, eine neue Dame zu finden. Und hat sich dann möglicherweise wieder mal, einfach nur einmal pro Jahr, so weich geklöppelt, so verkloppt. Ja, so verhauen lassen von einem Mann, da er meint natürlich, die Dame, die er angrapscht, wäre solo, aber naja. Nicht immer ist gut und nicht immer ist alles, aber das ist mal mehr oder weniger. Was?